Ich glaube, dass die Austria alles richtig gemacht hat, dass sie den Luis Figo engagiert haben mit seiner Truppe. Absolut, absolutes super Fußballfest für die ganze violette Familie. Gestern bei den Essen bin ich neben Figo gesessen und er hat sich schon erkundigt, wie wir beginnen, ob die Stammmannschaft spielt. Das ist schön, dass hier in Wien stattfindet, dieses Spiel. Also für mich ist das erste Mal, dass ich hier bin. Ich muss sagen, die Stadt ist hervorragend. Ich habe schon oft gehört über Franz Wohlfahrt, dass ich unbedingt nach Wien kommen muss. Also hat sie jetzt endlich geklappt und das wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal sein. Also es macht riesige Freude, hier zu sein und wir hoffen, heute Abend ein gutes Spiel zu machen und dass man Spaß hat. Ja. Bei dir ist ja auch schon dein Rücktritt eine Weile her. Wie gut bist du in Form heute? Was werden wir heute sehen von dir? Es geht. Also, klar, man hat nicht die Form wie vor 5 oder 6 Jahren, aber es geht. Also vor 90 Minuten kann man schon Gas geben. Bien, muy bien. Aprojaska, credo que ha sido un gran número 10, un playmaker muy bueno. Que Austria, como Crankle, como los demás, con Herzog, con todos. Es que Austria siempre han tenido buenos jugadores. Lo que pasa que ahora, igual como Rumanía, ya no hay muchos. Ja, also Österreich hat großartige Spieler gehabt. Also Prohaska war ein großartiger Spielmacher, eine großartige Nummer 10. Die Sache ist, also wie in Rumänien, also im Moment gibt es diese Spieler leider nicht. Solo que Prohaska era un poco más a la derecha, yo un poco más a la izquierda. Prohaska war ein bisschen mehr rechtslastig mit dem Fuß, ich bin mehr links. Pero gran jugador. Ein großartiger Spieler. Ja, aber das letzte Pflichtspiel für die Austria vor 10 Jahren, wie hast du dich seitdem in Form gehalten? Also ich bin jetzt 10 Jahre älter, logischerweise, aber vor 10 Jahren habe ich leider wirklich eine Zerrung gehabt im Wadl und heute bin ich zumindest schmerzfrei, aber 10 Jahre leider älter, werden wir schauen. Wie hast du dich vorbereitet? Ja, ein bisschen sportlich sind wir ja noch, wir spielen noch mit den alten Herren, wo eh Ogeris, Polster und so weiter spielen. Durch Tennis spielen auch in der Woche, also es geht und vor allem der Spielstand hilft auch sehr. Der Trainer hat ja strenge Nachtruhe verordnet, hast du dich daran gehalten? Ja, selbstverständlich. Also ich glaube, ich habe noch nie so lange geschlafen wie in der letzten Nacht. Was können wir uns von dir erwarten heute? Na ja, schauen wir einmal. Ich kann wenig versprechen, weil ich bin in einem Alter, wo ich weiß, dass vieles nicht mehr geht, was ich gern machen würde. Aber ich werde probieren. Letzte Nummer 9, meine Damen und Herren. Zweifacher Weltmeister, Europapokal, der Pokalsiegergewinner, Europacup-Gewinner, spanischer Meister, dreimal Weltfußballer des Jahres. Meine Damen und Herren, bei der Wiener Austria, Ronaldo! Und diese tolle Mannschaft, meine Damen und Herren, hat einen tollen Kapitän. Aus Portugal gibt es der Nummer 7. Champions League-Sieger, Weltpokalsieger, Europas Fußballer des Jahres, Weltfußballer des Jahres. Wir begrüßen Luis Figo. Danke vor allem an Luis Figo, weil er hat wirklich Wort gehalten. Er hat von Beginn an gesagt, ich bringe euch die Stars. Und wenn ein Dejan Stankovic 3 Tage vorher nachnominiert wird und dann eigentlich so locker und toll auftritt, dann ist das sehr beeindruckend. Ich glaube auch für unsere jungen Spieler ein unvergesslicher Abend, für unsere Fans ein unvergesslicher Abend. Und diese Brücke zu schlagen, auch mit der Tradition, mit Toni Polster, mit Andi Ogris, natürlich mit dem Schneckel Prohaska und dem Robert Zara noch einmal eine Bühne zu bieten, das ist großartig. Und diesen Abend werden wir lange nicht vergessen und das war das Ziel unseres Teams.
Also ich muss nur sagen, nach dem ersten Ball, das der Toni bekommen hat, wir haben nur gehofft, nein, bitte kein Tor. Weil sonst nach dem Spiel, der wird richtig Gas geben. Aber der hat trotzdem geschafft, ein Tor zu schießen und das ist schön, also das macht Spaß. Man sieht, dass man nicht verlernt hat. Also die Kraft, das reicht nicht, 90 Minuten durchzumarschieren wie die Jungs von Austria, aber ja, ein paar Minuten, ne? Well, the first 20 minutes until we fresh, because we had a lot of players that are retired, and of course the rhythm of the game is totally different. But I think we enjoy, we give our best, and I think the result is what let's count now. Yeah, but then of course we had our almost the strongest side in the team. I think if we put everybody who is the fittest, we can really give a battle. But hey, the boys are young of Austria Wind, they should win against us, of course. Ja, es ist natürlich ein Riesenerlebnis, gegen solche Spieler zu spielen. Das ist natürlich Wahnsinn. Also die Atmosphäre ist sowieso gut hier und die Spieler sind alle gut gelaunt. Ich glaube, es macht ihnen Spaß, nach so langer Zeit wieder mal zusammen einen Fußballabend zu verbringen auf dem Platz. Und es ist ein gelungenes Ereignis heute. Diese Leute von Kaliber eines Ronaldo, was haben die noch drauf? Ja, ich glaube, jeder hat es gesehen beim Ronaldo. Wenn der mal 3 Meter Platz hat und sich drehen kann, der hat vielleicht ein bisschen Übergewicht aufgrund seiner Krankheit, aber trotzdem so ballsicher und so stark, wie er spielt. Also man sieht einfach, das Fußballspielen verlernt man das ganze Leben nicht. Ich hätte mir nicht gedacht, dass zum Beispiel ein Cafu, der was auf meiner Seite gespielt hat, noch so fit ist und der ist aufgezogen wie die ganze Zeit. Das war ein Wahnsinn und man sieht ganz einfach, dass das super Fußballer sind und die haben sich das Prädikat Weltklasse wirklich verdient. Na, ich denke für alle, die Zuschauer und auch vor allem für unser Trainerteam und den Spielern ein tolles Erlebnis. Es hat alles funktioniert, wie wir uns vorgestellt haben, unsere Legenden haben ja sich eingefügt in die Mannschaft, wenn sie ständig mit ihnen trainieren würden. Ich denke auch, sie haben einen sehr schönen Tag erlebt und sind dementsprechend auch geehrt und gewürdigt worden. Was sagst du, wie die Mannschaft von Luis Figo heute hier aufgetreten ist? Ja, man hat in jeder Phase gesehen, welche tolle Fußballer da am Platz stehen. Es war eigentlich nur das Problem, dass sie konditionell natürlich nicht so auf der Höhe sind, wie sie es waren. Und unsere Spieler haben schon in der Halbzeit gesagt, unglaublich, wie man hier spielerische Klasse sieht und wie fein die Fußball spielen. Ich muss einmal sagen, Figo ist nach wie vor eine Augenweide und da gibt es ja 2, 3 andere Anna, die nach wie vor super drauf sind. Ich meine, bei dem einen oder anderen siehst du einfach das Übergewicht, das ist nur ein Stichwort Ronaldo. Aber trotzdem, es ist, wie gesagt, nicht alltäglich, dass du solche Stars triffst und muss echt sagen, es war richtig fein. Paletta zum Beispiel, der war noch richtig im Soft, was man so gesehen hat. Auch der und der andere spielt sicher privat dafür. Ich schätze auch Cafu, dass er privat noch viel kicken wird, weil er wirkt noch sehr austrainiert. Ja, und der und der andere hat doch ein paar Kilo zu viel. Was sagst du zum Auftreten der Außerlegenden, so Herbert Prohaska, Toni Polster vor allem? Ja, ich sag, das war das eigentliche Highlight heute, weil, sag mal, Schneckerl und so, die sind. Das sind Legenden da, wo du eigentlich nur aus Erzählungen oder Überlieferungen weißt, wie die früher gespielt haben, weil ich muss ehrlich sagen, ich war auch zu jung damals, dass ich das mitgekriegt hätte. Und du siehst halt schon, dass der Schneckerl zum Beispiel eine Augenweide ist, wie der gekickt hat. Und ich bin auch sehr froh, dass der Toni noch ein Tor gemacht hat. Er hat sich eigentlich verdient und hat es auch gefeiert wie seine besten Zeiten. Weltstars, Weltmeister, Champions League-Sieger, alles was es gibt, war heute in der Generali Arena. Und wir haben sie 6-4 geschlagen. 7-4. Ich muss das Goal vergessen. Schneid das aus und bessert das bitte aus. Also wenn er das hört, bin ich weg.